So, da sind wir wieder bei Let's Play EU4, Iron-Man-Modus. Wir sind noch mitten im Krieg mit den Österreichern. Pünktlich, mein Herrscher ist tot, habe jetzt einen Wilhelm I. am Thron. Mit scheiß Legitimität jetzt, ausgezeichnet. Mag ich gar nicht. Ich habe noch keinen Nachfolger. Okay, der Junge ist erst mal gerade 21, denn insofern geht das ja noch. Ich habe Wilhelm, habe ich glaube ich selber benannt, den Typen, oder? Wilhelm? Willi? Kaiser Willi? So, die Gebiete von Österreich sind alle besetzt. Du gehst nach Meppen, weil du als Garnison dienen wirst. Ist ein Republikaner. Dann warten wir es ab. Ach, ich bin auch mit Fernmann im Krieg. Aber sieh mal an, von dir kann ich bestimmt auch nicht viel Geld rausziehen. Ich habe einen Kommentar bekommen. Schauen wir uns den doch mal direkt mal an. Zu Stronghold. Sir Shadow Knight. Ich bin jetzt mal ganz witzig und lese jetzt diesen Kommentar einfach mal vor. Passiert ja gerade hier nichts. Schlägt sich ja noch recht gut, muss ich mal sagen. Mal schauen, wie lange das anhält. Trivia, langsam wird's schwer, aber ein bisschen habe ich, glaube ich, noch. Die Burgwände, nee, die Burggebäude müssen... Bla 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 bla. Naja, random stuff halt. Ja, 10 TNT will ich gerne haben. Wird das nicht ganz so schlimm mit den Aufständischen, weil negative Legitimität ist ein bisschen kacke, weil man sieht ja, was es bekommt. Aktuelle Auswirkungen, die Unruhen sind ein bisschen hoch, Toleranz des Glaubens ist ein bisschen scheiße, Einnahmen durch Vasallen sind weniger, man bekommt weniger Prestige, es ist allgemein alles zum Kotzen, es ist nicht so schön, negative Legitimität zu haben. Kann ganz schnell passieren, dass man in eine kleine Krise rutscht, und dann ganz, ganz wenig dagegen machen kann. Beziehungsweise man noch ganz viel Aufstände noch dazu bekommt, was immer toll ist. Wenn man nichts gegen sowas machen kann, dass noch die Aufständischen kommen. Meistens ist eine negative Legitimität noch damit verbunden, dass man keine Stabilität hat. Und dann hat man endgültig verschissen. Wir haben eine relativ gute Stabilität jetzt von plus 2. Insofern können wir uns eigentlich das doch verkraften. Achso, die Steiermark. Ja, das nenne ich mal einen Marsch. Ich bin gespannt, ob sich Lothringen als, naja, Vasall festigt und es akzeptiert oder ob da nach dem Krieg wieder die ganzen Typen ankommen von wegen, ich möchte gerne, dass das Ding da frei ist. Oh, du bist so ein Arschloch, weißt du das? Nö, hab ich keinen Bock drauf, ich geh's da mal kurz zurück. Manchmal in das Spiel Rocket geht eins einem richtig mega auf den Sack. Vor allem er darf da durch die ganzen Festungen durchmarschieren, die ich erobert habe, aber ich muss mal aufpassen, dass ich nicht machen darf. So. Surprise General. Ja, aber zu viel für ihn. Bleib da. Prozent mit Münster, das ist gut. Wir haben die Mayas entdeckt, alles klar. Oh, ich habe gar nicht geguckt, wie es da so aussieht. Stimmt, der Peru ist ja... What the fuck, Brasilien? Du hast die ganze Chile einkassiert. LOL. Brasilien Weltorder. Sehr interessant. Mexiko war, glaube ich, schon immer so gewesen. Hat sie USA ausgebreitet, oder? Kommt mir jetzt nur so vor. Ich finde das sehr protestantisch, deswegen machen sie sich mal ein bisschen... Es gibt zweimal Kanada. What the fuck? Das ist auch heavy. Belagert Mexiko.
Japan, das von Korea besetzt ist. Alles klar, ich gehe wieder zurück nach Europa und mache meinen eigenen Scheiß. Sehr interessant. Ja, ich überlege gerade, ob wir Österreich peinigen sollen. Ja, wobei eigentlich schon ist eh fast vorbei. Die paar Gebiete können wir noch einkassieren. Was können die Vatikan eigentlich so Lustiges machen? Ich meine, Toskana könnte den Vatikan theoretisch einkassieren. Ich glaube, wenn ich den Vatikan einkassiere, würde theoretisch, rein theoretisch jetzt natürlich nur, wäre es ziemlich egal. Aber ich bin ein Protestant, ich bekomme dadurch keinen Malus. Ich weiß aber, wenn ein Katholik, glaube ich, den Papst vasalisiert oder einkassiert, dann kriegt man deutlich viel Malus als, hier sagt schnell, als katholischer Staat. Aber das Schlimmste ist eigentlich immer, dass der Papst dann solche immer wieder angeschissen kommt von wegen, gibst du mir das Gebiet wieder zurück? Und ich glaube, wenn man das nicht macht, dann gibt es auch übelste Aufständische und so weiter. Also das ist richtig, richtig nervig. Der Papst kann quasi ein richtiges Arschloch sein, was es angeht. Ja, Force Religion kann ich nicht machen. Wir haben Holland besetzt, war doch mal Zeit. Ja, Schweden macht gerade Kärnten fertig. Und damit fehlt eh nicht mehr viel. Ja, sind noch die drei, beziehungsweise zwei. Die anderen sind schon im Eimer. Und dann hat sich das schon. Gucken wir mal ganz kurz hier in Asien rein. Die Staaten werden sich nämlich auch nicht einig. Gibt es die Hinduisten eigentlich noch? Die gibt's noch, die beiden, Oh! Ich habe einen neuen Herrscher. Was kann man denn für einen Namen wählen? Friedrich, ja, why not? Ich kann zwar auch einen ganz eigenen machen, aber random generiert sind manchmal Schweine. Sonst bei random generierten Namen kann man theoretisch einen richtigen Trollnamen teilweise einführen. Keine Ahnung. Henry Baumstumpf der Erste. Von Hohenzollern. Kann man schreiben, klar. Ein Spiel, wo ich dich kenne, glaube ich bestimmt, dass man nicht unendlich viele Zeichen einsetzen kann, sondern nur so eine Handvoll. Oh, sieh mal an, Salzburg war gar nicht mal protestantisch. Jetzt schon. Da freut sich der Österreicher ja noch mehr, dass ich ihm das Reich noch mehr kaputt mache. Ist eh schon einmal das Reich, aber was soll's. Jetzt noch mehr. Ich könnte Admin-Idee machen, aber nö, ich brauche ein bisschen was gleich, um das Ding zu koren. Warum ist es eigentlich so hoch? Relative Stärke ist wenig. Die Meinung größtenteils. Okay. Ja, und höhere diplomatische Tech-Stufe, dagegen kann man gerade nichts machen. Ich spare ja schon drauf ein. Oh, Kärnten ist gefallen, nice. Ernsthaft, jetzt kommen Aufständische? Jetzt kommen bayerische Aufständische? Pff, I don't care. No, the fuck? 200.000, was? So. 222.000 gegen ein paar Pups Aufständische. Alter, ist der Hate real. Ja, Militär können wir dann auf jeden Fall weitergehen. Machen die Offensive-Dinge erstmal zu Ende? Ja. Oder? Ja, Regimentskosten ist mir eigentlich egal. Wir machen erstmal die Offensive-Dinge zu Ende. Vielleicht kann ich ja noch eine Religion, sage ich schon, eine Politik einführen. Mal kurz gucken. Offensive-Ideen, was kann man da als Lustiges machen? Ein und Vasallen ist mir egal. Oh, Anführer, Belagerung, Belagerungsfähigkeit wäre interessant. Da unten. Ja, das ist wichtiger. Vielleicht nehme ich hier Anführer Belagerung rein. Das könnte ganz interessant werden, weil die Festungen sind eben relativ groß mittlerweile. Es dauert ewig, bis man wieder durch ist. Insofern also könnte man es vielleicht ausnutzen.
Festung ist am Brennen, die Stadt dahinter ebenfalls. Kapitulieren tun sie trotzdem nicht. Richtige Österreicher sind das. Erinnert mich ein bisschen an Wien. Muss ich noch einmal durchlesen, die Schlacht von Wien. Die war sehr interessant zu lesen, auf jeden Fall. Oh, ich habe meine Loyalität ein bisschen verloren. Hängt das auch ein bisschen mit der Legitimität zusammen? Ja, hängt mit der Legitimität zusammen. Okay. Die Republikaner machen da weiter. Ist ja normal. Wie viel Geld mache ich mittlerweile eigentlich? 24 Geld mache ich mittlerweile. Pass auf. Da kann ich mal ganz kurz die letzte Manufaktur jetzt zu Ende bauen. Und dann haben wir sie wenigstens alle. Ja, das ist bald gefallen. Oh, Sabaton sagt lange Zeit mal wieder. Warum auch nicht? Und jetzt wird das Video erstmal wieder gesperrt wegen der Musik. Nein! Nee, gesperrt nicht, aber ich krieg kein Geld dadurch. So, Österreich. Wollen wir? Warum nicht? Und hör damit. Gib Play. Bürgerkrieg, warum? Die negative Legitimität, okay. Dann geht, glaube ich, wieder weg, wenn die Ausbeutung vorbei ist. Alles klar. Ach ja, das Staatssehen verteilen. Spanien wird ein Bündnis machen. Überlege ich mir mal. Die kacken Österreich. Wahrscheinlich wollte ich das noch machen. Was sind das für Typen? Okay. Ja, Florida ist auf jeden Fall auch drauf und dran, sich frei zu hauen. Ich frage mich, ob sie sich an den USA anschließen oder ob sie quasi einen eigenen Staaten gründen. Oh, Nationalisten. Immer das größte Problem von Kolonien, dass man da Nationalisten aufstehen hat ohne Ende. Misch mich mal ein bisschen so ein. Ja, es verstappt sie mit die Idee mit Ungarn. Ich meine, das ist immer lustig, wenn man sich immer erstmal anguckt, die Kämpfen erfolgen. Und das man ganz dann versucht auszunutzen. Wie alt war der? War 67, der Typ, ne? Ja, er könnte theoretisch jeden Tag sterben. Und sollte er sterben ohne Nachfolger, gibt es einen Erfolg, kriegt sich mit mir in Polen, rate mal, wer ihn gewinnen wird.
meine Wenigkeit. Toskana. Gegen Charismas kriegst du und gegen Guatemala. Oh, die haben es unabhängig erklärt. Das ist natürlich tragisch, aber interessiert mich nicht. Ich will eigentlich nur ungern sowas jetzt mit den Skynaven haben, insofern muss ich leider einen Stabilitätsdrop erleiden. Wieso auch immer hier ein Grenzdisput kommt. Bei Skynaven will ich eigentlich als Bündnispartner halten. Weil er hat einen Anspruch? Warum? Ah, hat schon einen Anspruch gesetzt. Der war ja was, das wollte ich ja ändern. Ja. Aber schön, Skynaven macht einen Anspruch auf mich. Das ist beruhigend, Alter. Es ist nicht so gut, wenn du sowas mit mir machst. Lass das bitte. Aber gut. Wir haben das Reich gegründet. Ich mache gerade aus guten Gründen keinen Krieg, weil ich eigentlich hierauf warte. Wenn nämlich der Ungar stirbt, dann gibt es nämlich einen Krieg. Stimmt. Und sollte er ja nicht sterben, beziehungsweise sollte er sterben, aber er hat einen Nachfolger, dann mache ich trotzdem Krieg. Krieg. Ist die einzige Sprache, mit der man bei EO4 so spricht. Industrie? Scheißegal. Infrastruktur? Ach, braucht keine Sau. Diplomatie? Ja, Kriegsdiplomatie. Deswegen mag ich so Strategiespiele einfach, wenn man so ein bisschen so die Wirtschaft so ein bisschen ausblenden kann und der Main-Fokus wirklich auf die Kriege gezielt, beziehungsweise auf die ganzen Allianzen und so weiter dazwischen. Sicher, Aufbauspiele gefallen mir auch, vor allem wenn man das so gut kombinieren kann. Suche jetzt ein gutes Beispiel, Leo. Diplomatie und Aufbauspiel, wo kann man das gut kombinieren? Mir fällt gar kein Beispiel ein, es gab aber mal ein paar Spiele. Ja, und das finde ich nett, dass man solche Schritte mal wagt. Weniger Zinsen. Ich glaube, ich brauche verfügbare Söldner. Okay. Wieso habe ich das gemacht? Das bringt mir eigentlich gar nichts aus. Die Kosten der Kämpfungserstellung. Wieso habe ich die Abendideen eigentlich gewählt? Liegt es daran, weil da eine Politik dabei war, die mir gefallen hat? What the fuck is going on with you, Spain? Das ist aber ein Event gewesen. Das kann man nicht vorstellen. Waren es echt Rebellen? Hat sich gerade... LOL. Ich meine, mein Freund, du willst die Ronquiri-Conquista fortsetzen. Die müssen hast du bestimmt schon seit, keine Ahnung, 300 Jahren. Du bist fucked. Aber so richtig. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Was wollte ich denn sagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas wollte ich sagen. Nein. Spanien, warum tust du das? Warum tust du deinen Abonnenten an, so viel nachdenken? Das kann ewig dauern. Nee, ich weiß nicht, ich war gerade so in meinen Blabla vertieft, dass auf einmal irgendwas anderes passiert ist, was ich als interessant erachtet habe und das war einfach nicht vergessen. Wenn ich laber, versuche ich gerade rauszufinden, was ich sagen wollte. Ah, ich weiß es gerade wieder. dann will ich natürlich nicht sagen, dass EU4 ein schlechtes Spiel ist. Um Gottes Willen, ich mag EU4 richtig. Wenn man guckt, wie lange ich das schon gespielt habe auf Steam, merkt man ja, dass ich EU4 richtig mag. Nur ich mag Strategiespiele, die versuchen sowohl eher quasi, wenn man eine eigene Nation hat, ist aufzubauen, die Diplomatie dahinter machen mit anderen Staaten und auch den Krieg richtig gut zu fokussen und das quasi gut aufzuteilen miteinander.
Es gab eine Art von Spiel, die es versucht hat. Ich nenne jetzt einfach mal, was mir gerade einfällt, Spore mal rein. Spore war auch ein interessantes Spiel, das ja auch relativ viele Fokus hatte. Zu Beginn die eigene Kreatur halt zu bauen, dann einen Stamm zu gründen, den Planeten zu erobern, dann das Universum zu erforschen. Das war auch ganz interessant gemacht. Wovon natürlich das Universum 80% des ganzen Spiels befleckt hat, aber das ist von jetzt mal ganz abgesehen. Und Polen hat aufgegeben, wir sind der Personalmittel in Ungarn. Yay! So einfach geht's. PU Ungarn, OP! Das heißt, wir können in Polen trotzdem einmarschieren. Nee, wir marschieren Litauen ein und marschieren dann in Polen ein. Das Gute an Ungarn ist, es will ein paar Gebiete von Polen haben und die kann ich ihnen alle zurückgeben. Und ich mache mir gerade fleißig Ansprüche. Insofern passt mir das gerade richtig. Ja gut, haben wir unser Herrschaftsgebiet ein bisschen ausgeweitet. Ich bin jetzt zugleich noch König von Ungarn. Ich habe den Österreicher mal so richtig gedemütigt, indem ich ihn das Reich zerschlagen habe, nachdem er eigentlich die Oberhand hatte. Ja, ihm die Krone quasi geklaut habe, weil ich selber jetzt Kaiser von Deutschland bin. Und das Heilige Römische Reich Deutsche Nation ohne die Deutschen, naja, auch interessant. Und jetzt nehme ich ihn auch noch Ungarn ab, was ja quasi K&K war. Ich weiß nicht, die K&K-Monarchie, die Donau-Monarchie, wie auch immer man sie nennen möchte, habe ich jetzt auch noch geklaut. Ich glaube, der ist mad auf mich. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Oh, ich kann meine Schiffe ausbauen. Kosten nur 420. Auf geht's. Große Fregatten. Wow. Aber ja, jetzt haben wir Ungarn. Also normalerweise, wenn bei sowas Personalunionsfrage kommt, um es ein bisschen zu durchleuchten. Normalerweise passiert Folgendes. Die Nation, die eine Personalunion abbekommt, nämlich Ungarn, ich glaube, die muss sich entscheiden, welche sie bevorzugt. Ob Polen oder mir. Na, weil die muss ja auch entscheiden. So, dann entscheidet sich Ungarn. In dem Fall hat sich Ungarn für mich entschieden. Was selten passiert, dass sich die jeweilige Stand für einen selber entscheidet. Meistens entscheidet sich ja für die KI. Vielleicht aber daran, weil ich ein bisschen mächtiger bin als Polen. Auf jeden Fall entscheidet sich die Nation. Und dann hat die andere Nation, die halt benachteiligt wurde, die Möglichkeit, entweder einen Krieg zu machen, um dann selber bei Sieg Personalunionsführer zu werden. Oder zu sagen, nee, bringt nichts, das verliere ich eh und lass es sein. Das hat Polen gemacht. Die haben es sein gelassen, was clever ist, weil sie hätten eh keine Chance gegen mich. Und insofern sind wir jetzt Unionsführer von Ungarn. So, als erste Amtshandlung werde ich jetzt mal Litauen dermaßen in den Arsch treten, dass es lustig ist. Und zwar will ich Pasta haben, Skandinavien hilft mir, Frankreich lässt mich in Ruhe, ist in Ordnung. Ja. Holen wir mal den Ungar seine Gebiete wieder. Kurz warten, bis die Polen mit dem Krieg mitmachen. Ja. Genau, hier ich nehme meinen Siege-Leader. Marschieren wir erstmal in die polnischen Provinzen ein. Skandinavien hilft von Norden her und die Toskana kommt wahrscheinlich im Süden und da habe ich noch zwei, drei Armeen, um die Toskana abzufangen. Hallo, Ungarn hat da auch ein Gebiet? Warte mal, wie viele Gebiete hat Ungarn eigentlich noch, dieses im Süden haben will? Keins, alles klar. Da oben sind sie nur. Und bei den Osmanen wollen sie ein paar haben. Okay. So, mal gucken. Ich platziere meine Truppen mal nach Ungarn. Weil ich habe so das Gefühl. Kroatien sind uns auch im Krieg. Stimmt ja, weil die in der Toskana. Ich könnte Ungarn quasi kroatischen Gebiet zurückgeben. Da hätte es eine Landverbindung nach Istrien, wo 25.000 Mann rumhängen. Warum auch immer da 25.000 Mann rumhängen. Großes Grüppchen hast du da. 82.000, darf ich mit denen spielen? What? Ich meine, ist ja nett, dass ich so schnell wieder meine Identität ein bisschen aufgefrischt bekomme, aber komm, so alt war Wilhelm jetzt auch wieder nicht. Oh, aber dafür habe ich schon einen relativ guten Regency Council. Wenn man ihn jetzt gut bezeichnen darf. Sehr interessant. Das tut weh.
Am Ende haben wir ihn doch ausgelöscht. Ah, das kann das irgendwie nicht da. Nee, aber aus ominösen Gründen ist ein Herrscherdruck wieder gestorben. Das passiert eigentlich auch selten, dass man so jung stirbt. Ist in dem Fall aber trotzdem passiert. Nicht schlimm. Ich bin ja schon im Krieg. Aber solange der Regency Council jetzt ist, kann ich keine weiteren Kriege machen. Und es dauert, weil ich glaube, mein Nachfolger ist gerade bei 3, oder? Wenn ich es richtig beobachtet habe, oder? Ne, 4 ist er. Na, wundervoll. Ja, kriegt er von Willi erstmal die, die Krone von Ungarn noch dazu und dann nippelt Willi einfach ab. Wie kannst du es wagen, Willi? You disappointed your own son. Und ich glaube, die Toskana kommt nicht zu mir durch. Weil hier hängen die ganzen Truppen von ihm und naja. Die wissen wohl nicht ganz wohin. Ah, sieh mal einer an. Ja, mein Fokus liegt aber gerade auf Polen. Insofern warten wir da jetzt mal ab. Aber Polen ist eh nicht sehr groß. Ich muss mal gucken, wie weit Polen seine Gebiete ausgebaut hat. Dann können wir eventuell schauen, wie viele Gebiete wir rausziehen können. Ein paar möchte ich ja gerne haben. Ah, der Schwede hilft mir, aber der Schwede wird fertig gemacht von der Masse der litauischen Armee. Guck mal, die Fässer, glaube ich, einmarschieren. Ist ja interessant. Ach, der Ungar erwacht. Wunderbar. Ungarn erwacht. Ich lasse mal die Duplo-Tech noch. Weil ich glaube, es wird einiges an Duplo-Macht kosten, wenn ich das machen will, was ich vorhabe. Nett, dass mir Lothringen hilft, aber naja, was habe ich anders erwartet von Vasallen, die mich nicht mögen. Und ganz ehrlich, dass du hier so ein paar Provinzen eroberst, interessiert mich gar nicht. Wobei doch, es interessiert mich an Nahperiphia. Ich glaube, sie hieß es damals so, oder? Ich weiß gar nicht, von wo habe ich den Satz überhaupt? Irgendwoher habe ich den, aber ich weiß gar nicht mehr von wo. Was hier sagen, interessiert mich an Nahperiphia. Was? Warum stellen wir jetzt eigentlich die ganzen Lieder weg? Ist gerade so eine Pest, die sich tauft, Lieder töten? Oh nein, Litauen hat Kauen besetzt. Na, ah, dann kau das mal durch. Ja. Dieser Spruch einfach nur. Für mich ist es fast schon selber schlagen, dafür, dass es so schlecht war. Aber hey, für solche Flachwitze oder solche Scherzchen bin ich eigentlich immer gut drauf. Kauf das mal durch. Warum lache ich darüber? Das ist gar nicht mehr witzig gewesen. Apropos Lachen, heute ist ja Samstag und morgen ist Sonntag. Ne, das meine ich nicht. Ich meine, morgen gehe ich ja ins Kino. Den neuen Star Wars mal angucken. Erwachen, da macht man so. Ich finde es interessant, dass ich jetzt darüber rede. Actually, fuck, ich habe gerade keine Truppen frei für so eine Scheiße. Insofern machen wir es mal. Ich bin gespannt, wie der Film so wird. Ich erwarte ja Grütze. Aber vielleicht werde ich euch ein bisschen informieren darüber, wenn ich ihn gesehen habe. Also in den nächsten Parts von EU4 wahrscheinlich, weil ich denke mal, ich werde jetzt nicht im Anschluss weitere Parts machen und zum Beispiel quasi auf Lager halten. Nee, nee. Ich werde gewiss, was das angeht, erst später was hochladen. Naja, hochladen machen. Insofern kann ich später darüber reden, wenn ich einen Film auch gesehen habe. Wo hast du, willst du hin? Ich kann nicht nach Tarnow gehen. Irgendeine Festung ist am Weg. Alles klar, es war klar, dass du dahin gehst. Ich will jetzt eigentlich nur ungern die Belagerung da beenden, aber wir sind schon so weit gekommen. Allerdings will ich eigentlich den Schweden auch gerne helfen. Warum will ich den Schweden eigentlich helfen? Der Krieg ist wunderbar. Er komplett ausgelöscht, what the fuck, hey. Der Schwede on Rampage erstmal.
Gut, ich denke mal, hier ist ein guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Denn es läuft ja gerade gut im Krieg. Im Bürgerkrieg Kaffee haben wir nebenbei. Das ist keine Sau, ich weiß. Ja, das war's erstmal. Wenn es Udos ja noch zwei weitere Folgen kommen von IO4. Insofern werde ich die nächste Session aufnehmen. Das war's aber erstmal. Wir sehen uns bei den nächsten Folgen, wenn wir Polen Litauen in Arsch getreten haben und wenn wir dann so allmählich in die 1800er-Linie reingehen. Ja, und dann auch so allmählich dem Ende des Spiels uns nähern. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.